Guten Bam zusammen. Oder wie man hier in Bayern sagt, Grüß Bam. Nee, das wäre jetzt Blasphemie. Dann sagen wir lieber Bam zum Grüße. So, ihr Schönen. Ich bin hier im schönen Bayern. Oh, was steht da? Ein Warnhinweis. Ich habe einen Warnhinweis gefunden im Wald. Irgendwas ist verboten oder so. Oh, eine düstere Prognose des Weltklimas. Also das finde ich total witzig, weil hier unten steht, wer Plastik sät, wird Mikroplastik essen. Entschuldige mal, du Intelligenzbestie, der du dieses Schild hier verteilst, schön in Plastik einfoliert. Also wer Plastik sät, also quasi hier in den Wald schmeißt, so wie die Intelligenzbestie, der diese Aktion eingefallen ist, der wird Mikroplastik essen. Ich finde, das ist jetzt irgendwie Realkunst. Besser geht's gar nicht. Besser kann man eigentlich den Zustand unserer Gesellschaft heutzutage nicht ausdrücken. Leute, die auf Plastik schreiben, wenn man das in den Wald wirft, wird man Mikroplastik essen. Und dann tun sie das. Das passt total gut zur heutigen Zeit, zu Leuten, die zum Beispiel schreien Black Lives Matter und dann permanent all diese Institutionen unterstützen, die Schwarze auslöschen wollen. Pro Familia. Ihr solltet euch diese ganzen Impfstoffhersteller alle mal genau angucken. Pfizer, Bayer, diese ganzen Pharma-Leute. Und wie die alle mit Eugenik zusammenhängen. Und gerade mit der Auslöschung der schwarzen Rasse. Aber Black Lives Matter, ihr Ironiebegabten. Ihr seid alle große Sarkastiker oder sowas. Realsatiriker. Realsatiriker. Die Deutschen sind Realsatiriker geworden. Ah, Kamera. Was machst du denn? Ja, das war aber nur ein Einwurf. Jetzt kommt noch ein Einwurf. Ich bin hier im schönen Bayern. Da ist mir eingefallen zu noch ein Freund von mir in Berlin, der ist Steinmetz. Bleib doch mal gerade. Ja, so, dann kam neulich der Söder zu uns zu Besuch in Bayern. Und da musste mein Freund, der Steinmetz, so ein paar Skulpturen polieren. Das kostet richtig viel Geld, ne? Also dein Geld, Steuergeld. Damit der Herr Söder, der nicht so hässliche Skulpturen sich angucken muss. Ist das nicht witzig? Es ist schon wieder so ein bisschen wie im Mittelalter, ne? Wo man, wenn der König kommt, da muss man aufwarten. Da werden die Skulpturen poliert. Grüß Gott. Da werden die Skulpturen poliert und alles richtig schön gemacht für den Herrn Söder, damit er nicht in Berlin in so einem hässlichen Räumchen sitzen muss. Ne? Kostet so ein paar hunderttausend Euro sowas. Ist aber übrigens Alltag und passiert andauernd. Also wenn da erinnere ich mich zum Beispiel an so eine Story, als der Herr Schröder noch unser Bundeskanzler war. Da habe ich noch in Bochum gelebt. Und da hat uns der Herr Schröder mal in Bochum besucht und dann wollte der einen Spaziergang machen von seinem Hotel bis zur Kongresshalle, um da eine zukunftsorientierte, zukunftsweisende Rede zu halten. Naja, und dann hat es halt geregnet an dem Tag, beziehungsweise wusste man vorher jetzt auch nicht so genau, die Regenwahrscheinlichkeit war sehr, sehr hoch. Und dann hat man einfach mal den Weg vom Hotel bis zu dieser Kongresshalle für unseren Kanzler Herrn Schröder überdacht. Das Ganze hatte damals, glaube ich, 300.000 Euro gekostet oder so. Also dein Geld, mein Geld, unser Geld. Damit der Herr Schröder nicht durch den Regen läuft. Also, aber mal ehrlich, wer will denn so einen begossenen Pudel zum Kanzler? Naja. Das ist aber schön hier auch. Voll schön hier. Also hier, ihr Bayern, ihr habt es wirklich hübsch. Manche sagen, das wäre das gelobte Land, ne? Ich will aber nicht provozieren oder triggern. Ich habe dazu jetzt einfach mal keine Meinung, aber es ist wirklich schön. So. Warum bämme ich eigentlich jetzt hier in Bayern?
Also ich bin hier in Bayern, weil das letzte Video auf meinem Kanal, das letzte Gespräch, das über MK Ultra mit der lieben Andrea, das war sehr, sehr viel für mich. Ich bitte auch um Entschuldigung, ich schaue mir eure Kommentare da gar nicht an. Ich schaue mir da gar nichts an. Also ich habe dieses Video fertig gemacht. Danach habe ich mich viel übergeben. Und dann bin ich einfach nach Bayern gefahren. Und hier besorge ich mir jetzt ein Autochen. Das BAM-Auto. Damit ich noch ein bisschen effektiver mit BAM durch die Gegend BAM kann. Und als nächstes bämme ich mit diesem Auto dann nämlich, zuerst mal bämme ich zu Theresa und Jonathan. Die habe ich auch durch BAM kennengelernt und die setzen sich auch für Kinder ein. Egal, da werde ich jetzt noch gar nicht so viel zu verraten, die werde ich bestimmt noch mal vorstellen. Komm, Maike, wir gehen da rein. Okay, ist aufregend. Ist ein bisschen aufregend hier drin. Genau, zuerst besuche ich Theresa und Jonathan. Mit denen habe ich auch so ein paar Sachen zu besprechen, was Kinder in rituellen Gewaltzusammenhängen angeht. Und danach fahre ich zur guten Lea. Die Lea habe ich euch schon mal vorgestellt. Ein paar von euch wissen vielleicht, wer das ist. Die Lea hat immer die E-Mails angenommen für den Club der Lebendigen. Und die Lea ist ja selber jemand, also die Lea war eigentlich eine der allerersten, die mich angeschrieben hatten, nachdem ich über meine eigenen Erfahrungen in der Wewelsburg erzählt habe und mir da auch von ihren dann geschildert hat. Genau, die Lea kenne ich jetzt im Grunde genommen, seitdem ich diese deutschen BAM-Videos mache. Und die habe ich sehr, sehr lieb. Und die besuche ich jetzt und mit der werde ich zusammen ein bisschen von der Wewelsburg sprechen mit euch. Ja, ganz genau. Und jetzt mache ich mal was, das habe ich in meinen Videos bisher eigentlich immer vermieden. Das muss jetzt aber einmal kurz sein. Ab durch die Unannehmlichkeit ins Vergnügen. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für eure Spenden. Jetzt gerade durch meine kleine Reise hier könnte ich ruhig mal wieder ein kleineres Pölsterchen gebrauchen. Also, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, die Fahrten zur Wewelsburg und so weiter und so fort, würde ich mich sehr freuen über jede kleine, noch so kleine Kleinigkeit Spende. Ich habe ja immer den allerbesten Vorschlag eigentlich. Also falls du zu denen gehörst, die versehentlich noch immer an eine von diesen menschenrechtsverletzenden Organisationen spenden, in der Überzeugung, dass du halt genau das Gegenteil tust. Also Amnesty International, Greenpeace, UNICEF, wie sie alle heißen. Schau dir mein Video an, Schaf im Wolfspelz. Schau dir mein Video an, Schaf im Wolfspelz Teil 1. Du bist Menschenhändler. Da erkläre ich die ganzen Zusammenhänge von diesen NGOs etc. Und du kannst eigentlich fast sicher sein, dass wenn du an die Kirche oder irgendeine NGO, irgendeinen Verein dieser Art spendest, dass du mit deinem Geld eher das unterstützt, was du verhindern möchtest, als umgekehrt. Darum nimm doch einfach das Geld, was du an Greenpeace, UNICEF oder sonst wen spendest und gib's ein einziges Mal mir. So, damit ich meine BAM-Tour hier schön fortsetzen kann und nicht in die Bredouille komme. Ja, was habe ich euch noch zu sagen? BAM, das wär's erstmal. Ich bin zu Besuch bei der unfassbar tollen Tatjana, die ich vielleicht ja auch noch zu einem Gespräch überrede. Nö. Ich habe euch mehr jetzt gerade nichts zu sagen. Außer macht's wie ich. Nachdem ihr mir ein bisschen Geld überwiesen habt, geht einfach mal in den Wald. Und lasst es euch da voll gut gehen. Bei mir, Lieben. Ab durch den Wald.
in den Frühling, aber zackig. Der soll jetzt mal echt kommen, also. Ich muss nämlich jetzt schon wieder, an den Fingern frieren, nur weil ich eine Kamera durch den Wald trage. Also, das geht besser, das geht viel, viel besser. Also, ihr Besten, ab durch die Angst ins Vergnügen. Bis zum nächsten Bam.